Ja, bei Akara kannst du die kaufen, rechts oben. Die dritte von oben rechts. Ach, die. Ich glaube, die hilft gegen Eisschaden. Frage, ob wir die jetzt brauchen. Nicht bei Andario, ne? Nee, glaube ich nicht. Nicht bei Andariel. Armors, Weapons, nope. Nichts Spannendes. Hatten deine Ische für einen Bogen? Weil Meine die hat Poison Damage, ne? Ische hat einen Hunterbogen mit plus 7 Poison over 3 Seconds. Ja, nee, das lassen wir. What you need? Das passt. Von daher finde ich das eigentlich ganz okay als Ische. Aber nichts gesagt, passt schon. Ja, du wolltest aber was sagen. Du wolltest wieder meine kleine Ische blamen hier. Nope. Finde ich frech. Kill Andariel. Wollen wir eine Runde gamblen? Habe ich was zum Gamblen? Ich könnte einen Full Helm nehmen. Der 7000 kostet für ein Gamble. Ansonsten sieht es ja nicht so gut aus. Ich bin schon Level 14. Noch 8 Skills zum Verteilen. Ich gehe mal wieder runter. Okay, ich dachte, du wolltest gern, wenn ich komme. Nee, ich bin wieder runtergegangen. Eigentlich auch genug Potions erstmal, denke ich. Dann würde ich sagen, ab geht's, ja? Da ist erstmal noch einer ist umgefallen, okay. Oh, die sterben hier wie die Fliegen. Mal gucken, ich muss ein bisschen da sind wir quasi keinen einzigen Nahkampf haben momentan. Ich packe meine Sachen davor, dann wird es schon. Ja, die hat dann noch keine Resistance, wir sind ja noch auf normal. Jupp. Ich meinte, mein Bruder hätte mal auf Hell dann als Zauberer trotzdem jemanden zum Stab töten müssen, weil die zu viele Resistance haben. Also die haben ja wirklich dann auch komplett Immunität, ne? Es ist sowas, was man heute nicht mehr macht. Also, es ist wirklich sowas, was ich einfach... Ring! Schütz! Verdammt! Hab ich den gekriegt? Ja, ich hab ihn nicht. Stimmt, haben wir gekriegt. Ja, wo ist er? Hier vorne, hier oben. Ganz mit mir rum. Ah, da ist er ja. Die ist er nicht mal mehr. Der ist schon halb tot. So, dann soll ich doch auch nochmal draufhauen. Der Bolscher, das hau ich jetzt den Dings zum Tropfen. Dad! Sag ja. Oh, Chain-Gloves! Nein, du warst schneller. Chipped Emerald, Chipped Amethyst. Alles meins. Shit. Das ist sad. Warum? Brauchst du bestimmt gut. Was meinst du? Oh, guckst du dir halt mal an. Ich bin halt durch einiges an Mana durchgeburnt bei dem Kampf gerade, weil ich einfach immer wieder gestellt habe. Weil die anscheinend kein Limit haben. Ich meine, der hat Toten. Hast du ein Baumportal gemacht? Eigentlich nicht das ist, absichtlich. Nee, das ist entstanden. Ich glaube, das ist automatisch, weil wir hier gekillt haben und zurück müssen. Das ist, glaube ich, so die Mitteilung: Yo, hier geht's nicht weiter, du musst zurück. Ah, zu Cavern East kommt jetzt. Kannst du dir die Zwischenpassage nochmal im Dings angucken? Ich loote dir erstmal alles. Hier war noch jede Menge Zeug. Gehen wir einfach direkt weiter? Ja, why not? Okay. This is a great victory indeed, but many more battles await. I will accompany you on your journey, lending what assistance I can. Remember, Diablo is still out there. Bist du jetzt schon unterwegs? Something in the desert. Ich rede mit Kane. I'm afraid that this nightmare will not end. And Dariel's death brings a... Okay, Darius Death brings us bla bla. So, Go East kann ich jetzt machen, oder? Ja, Go East bringt dann halt die Cutscene und dann geht's halt quasi raus. Ja, aber du kommst ja wahrscheinlich mit, oder, wenn ich das anklicke? Nö. Das mal können wir unabhängig machen. Okay. Aber ich gehe mit. Oh, und ich habe gar keine Cutscene. Ich habe eine Cutscene. Weird, dann lasse ich dir mal die Cutscene. Also zumindest Akt 2. Ja, ich habe die Cutscene komplett. We traveled east, over the mountains and into the vast deserts of broken lands. As the days passed, my companion told me of himself,
that he had once been a great warrior, and that a dark and secret burden now weighed heavily upon him. We traveled for an eternity across that arid wasteland. How long? I couldn't say. And always, a dark cloud seemed to follow us just over the horizon. Finally, the journey ended. We climbed the last bridge. There below us lay our destination. The shining jewel, Loot Lane, with a great sea beyond. We made camp that last night. Perhaps it was the warm desert wind or the sound of the ocean, but for the first time in many weeks, I slept. However, the dreams returned, but these were clearly not my own. I beheld the vision of a great man, the mage, Tal'Rasha. You were there too, Tyriel. I remember seeing you in my dream. His brethren had cornered a great demon, Baal, Lord of Destruction, who had been set loose upon the world. They attempted to imprison the demon within a sacred stone. Yet when their attempts failed, Tal'Rasha selflessly volunteered to contain the demon within himself, completing the prison. He instructed his brethren to bind him within a tomb, buried under the sand, there to wrestle with the demon for all eternity. Now you know what I seek, Marius. This is my brother. Sleep now. We set out with the dawn. The next morning, we walked over the hill toward Loot Lane. I had no idea then of the horrors that were in store for me there. So, ich würde mal kurz Licht anmachen und Cam neu einstellen. Jo. Ich habe mich an Teile von der Zwischensequenz wirklich nicht erinnert. Und ich habe das Problem, glaube ich, dass das Englisch, ne, das ist ja eine relativ niedrige Bitrate für die ganzen Sachen, dass das Englisch mit der Hintergrundmelodie sich irgendwie vermischt und ich habe auch jetzt nicht alles verstanden und ich glaube nicht, dass es an meinen Englischkenntnissen liegt. Hm. Also ich habe akustisch nicht alles verstanden. Okay, das ist seltsam. Greetings, honored traveler. I am Jaren, Lord of Loot Lane. And I bid you welcome to my fair. I'm glad to know that once again caravans are free to travel through the Western Pass. For some time now we have been under siege by an evil power that I cannot identify. Strange, it all began when a dark wanderer came this way, looking for the tomb of Tal'Rasha. No one knows exactly where. Aber heute vielleicht sogar noch in Gegenden, die du noch nicht gesehen hast. Ich kenne doch alles bis Ende von Akt 4. Ja. Aber jetzt mal eine ernsthafte Frage. Der sucht ja jetzt Baal. Ja. Aber das ist doch schon immer die Geschichte von Diablo 2, ne? Ohne Lord of Destruction. Nee, ich glaube in Diablo 2 sucht er nicht Baal. Ich glaube, das haben sie geändert. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, wenn ich ehrlich bin. Also, weil er sagt ja in der Zwischensequenz, dass er seinen Bruder sucht und dass Baal ist. Ja. Aber meinst du, sie haben wirklich alles neu vertont? Nee, kann schon sein, dass das der denn sucht und man folgt ihm ja. Und verhindert es sozusagen im Ursprung von Diablo 2. Dass er den man verhindert erreicht. Es ja per se, weil du ja im vierten Akt auf Diablo triffst im Prinzip. Ja, meine ich aber ja. Du findest dann halt, vielleicht suchst du im fünften einfach selbst weiter, um auch noch Baal zu vernichten. Im fünften das bist du doch in so einem komischen Hub, wo auch Tyrael schon in seiner normalen Form steht und sowas. Das ist doch irgendwie gar nicht mehr auf der Erde so richtig. I know much about the... Der fünfte? Ja, der fünfte Akt ist doch gar nicht mehr auf der Erde, ja. Nee, der vierte. Hm. Der vierte ist so ein bisschen weg, aber der fünfte ist dann in so einer nordischen Eisgegend.
Musst du jetzt oder was machst du denn? Ich handel hier noch, es tut mir leid. Ich habe noch einen Replenish Life Ring. Brauchst du noch einen plus 4? Nee. Ich habe ja noch Stuff zum Verhandeln. Es tut mir leid und ich muss auch noch mein Zeug wegräumen. Ich habe ja noch gelootet gerade. Ich habe doch gesagt, hier entspannt und so. Der Deal war auf Entspannung. Außerdem dachte ich, es geht rechts raus und nicht unten. Wir können. Nee, die erste Quest ist doch die Sears, keine Ahnung. Kanalisation eben. Und die ist unten? Die war letztes Mal oben. Ja, die hat unten und oben einen Eingang. Und du willst jetzt unbedingt ja unten rein. Nee, ich war jetzt halt schon unten. Wow. Lumi will immer unten rein. Du magst unten rum. Wow. Tutorial vorbei, ab geht's. Lightning Healing Potion. Nee, Light Healing Potion. Lightning Healing Potion wäre auch cool. Aua, ich krieg erstmal auf die Fresse hier. Crystal Sword. Kristallschwert geht nie zu reparieren, oder? Doch, doch. Da geht's runter. Oh, perfekt. Das ging jetzt schnell. Aber hier müssen wir uns nochmal zurechtfinden, oder? Komm mit Shrine, das war's für dich. Ja, als für dich aktuell, ne? Ja, wenn ich eh nur mit Skills spiele, im Prinzip. Hunter's Bow. Full Helm. Stärke 41. Ja, nee. Tschüss. Ich hab so einen an. Warte mal, hey. Das kann für meinen Dude passen. Ich hab die Stärke gar nicht. Ach, stimmt. Ja, da habe ich nicht dran gedacht. Die hat ja, glaube ich, keine Limits, oder? Die kann sie immer anziehen. Ich glaube, ja. Hätte ich es nicht aktivieren sollen? Nö. Oh, hier ich glaube, das macht halt für jeden Schaden, glaube ich. Mhm. Meinst du, es ist dann egal? Ja. Rune! Oh. Waren die Nerfrunen? Achso, wir wurden. Ach, du hast jetzt schon gewechselt auf den anderen Typen. Hat mir nicht gesagt, dass ich den anderen nehme, weil du kannst immer deiner Tussi deine Equip geben. Hast du gesagt, aber ich finde es völlig unpraktisch. Meinst du? Weil ich ja die Sachen für beide im Blick habe. Hm. Du bist im Weg. Ich kann nicht an dir vorbeilaufen hier, ne? Ich kann ja auch deiner Tussi Sachen geben. Ich mag das halt, dass ich jetzt jemanden habe, der in der Frontline kämpft, weil ich halt... Ja, aber könnt ihr auch für mich an der Frontline kämpfen, der Typ. Du kannst ja auch einen holen. Mal, wir kommen wieder beide mit dem Zeug rum. Ist doch wurscht. Nein, wir müssen das ordentlich aufteilen hier. Oh, hier geht's auch runter. Wollen wir den Waypoint dann skippen? Ist mir wurscht, ich muss nicht alle Wegpunkte finden. Doch eh nicht so viel. Gab's ein Antidot? Moment. Braucht man ein Antidot? Was ist denn ein Antidot? Achso, ein Antidot-Potion. Gegengift. Ja. Nee, die Potion war gerade. Hat mich gewundert, dass du es nicht vollständig ausgesprochen hast. Ja. Antidot ist für mich schon ein Gegengift. Da muss ich noch Potion dran machen. Logischerweise ist es eine Potion. Nö, es könnte ja auch eine Impfung sein, oder? Ja, aber nicht in dem Spiel. Ich reduziere die ganze Zeit schon die Namen auf das, was wichtig ist. Nein. Das ist nicht das erste Mal, dass ich das mache. Nein. Das ist Feuerschwein. Ja, der hilft dir dann ganz gut, wenn die ganze Zeit Feuerschaden schmeißen. Machen die das? Ja, ist nicht gesehen. Keine Ahnung. Musst du jetzt rechts lang? Ich bin angetäuscht, damit du woanders lang gehst. Wait. Wir spielen zusammen. Verarscht dich doch nur. Ja. Gehe ich jetzt ohne dich so? Was jetzt doch? Aber hier sind noch jede Menge Gegner. Hier sind auch welche. Toll. Du rennst jetzt einfach von mir weg. Oh Gott. Ich verstehe, es geht nicht halb so schnell, wie wenn du dabei bist. Halb so schnell soll es irgendwie schon gehen.
Ich hab den Weg nicht gefunden zu dir. Wo laufe ich denn hier lang? Ich laufe irgendwie in die falsche Richtung. Links von dir inzwischen. Aha. Meine Tante hat gelevelt und ich glaube ich auch. Wie viele Rubies und also Edelsteine es hier gibt. Hier wird schon das zweite oder dritte Ding. Hallo, bin wieder da. Bin hinter dir. Na da. Wo gehst du denn jetzt hier weiter lang? Das Gold lässt sie liegen. Sag doch, hier bin ich noch nicht lang. Ich meine, da lag Gold rum. Du musst hier irgendwann gewesen sein und Viecher getötet haben. Man liegt auch einfach so Gold rum. Guck hier, die hier machen Feier. Oh. Ja, nicht so krass wie du, aber... Sahngeber. Du, Peil. Amulett. Oh, ich brauche wieder Healing Potions. Immer noch ein bisschen Moment, Mana. Dexterity rein. Nee, ich habe keine Mana Potion mehr. Das sackt natürlich. Da lag gerade eine. Jo. Hab ich gesehen. Ist mitgenommen. Sehr gut. Healing Potion nehme ich auch noch mal mit. Ja, bei allen anderen Areas gucken sie mal so schnell runter und hier finden wir dann links nicht. Ah, perfekt. Hoffentlich direkt vom Bossy-Boss. Was? Perfekt, vom Bossy-Boss? Ja, irgendwo hier kommt der Boss. Du hättest so... Ich gerade einen Mana-Recharge bekommen, das ist doch prima. Ohne! Ach, wieso läuft meine nicht? Ich hab die Rune angeklickt, die läuft nicht los! Ich hab's jetzt bekommen, aber... Hat trotzdem eine Sekunde gedauert, bis ich rennt. Ich hab die Chainmail bin, weil mir die lieber war. Weil das? Was hast du? Die Chainmail genommen. Brauchst du eine Armor mit 32 Defense und Faster Hit Recovery? Ich hab 32 Defense und Magic Damage Reduced by 1. Okay, dann kriegst du jetzt meinen Typi. Also genau das habe ich quasi, oder sehr ähnlich. Was, 50 Defense mehr? Meine Healing Potion. Links oben waren wir noch nicht, ne? Ja, rechts unten bei mir auch doch, ja. Ich lauf mal gerade durch, wa? Ich wollte. Healing Potion. Was, links oben? Doch, links oben war ich bei mir schon. Hä? Links unten war ich noch nicht. Hier. Ich muss sagen, der muss aber doch auf der Ebene sein. Der war nicht auf der zweiten. Wir sind noch Gegner. Ist noch eine Miner Healing Potion. Nehme ich. Okay, manchmal kann ich Sachen aufsammeln, da bin ich noch gar nicht da. Also, ich bin noch gar nicht in der Nähe. Light Mana Potion. Wieder eine Rune. Geht's aber rund hier. Ruse, glaube ich. War eine L-Rune. Das war, glaube ich, die L-Rune ist, glaube ich, die niedrigste. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Mana Potion. Aber man findet jedenfalls vor Hell auch nichts wirklich Wertvolles an Runen. Sagst du jetzt so. Ah, da war doch Wester. Naja, immerhin spielen wir im TCP-IP. Wenn wir wollen, können wir uns sogar Runen verdoppeln. Also. Nein, nein, wir spielen hier ordentlich. Ich stream das ja deswegen. Ja, nur. Probier's mal so. Undead Extra Force. So richtig Extra Force ist der nicht. Hast du normal noch nicht gesehen. Außerdem ist er der ganze Zeit irgendwie geholt von mir oder von ihr drauf. Hier ist noch eine Heretic Scroll. Book of Skill. Ja, das ist wieder eins von uns. Das ist ein Quest-Item. Wristblade ist, glaube ich, für dich. Ja, Wristblade ist mein Zeug. Vengeance. When? Man, der nimmt Speere, ne? Warum kann ich denn das Wristblade nicht tragen? Bist du zu schwach? Nee, I can't carry anymore, hat sie mir gesagt. Ja, aber das ist scheiße. Okay, schade. Es hat nur 6% Chance to cast Level 1 Amplifying Damage on Striking. Book of Skill benutzen. Oh, hier ist nochmal Mana. Inzwischen bin ich... Oh, nee, Mana bin ich gar nicht voll. Ich erzähle Quatsch. Mana Potion, Crude Morningstar. Geh schon mal hoch.
Skullcap. Was ist denn so ein Skullcap denn? Achso, Skullcap ist einfach das. Hm. Ja, liegt jetzt jede Menge Scheißdreck von mir runter. Bumm. Sorceress only, Amulet, extra Gold from Monsters. Weiß ich nicht. So viel Gold brauchen wir, glaube ich, nicht, oder? Why? I don't know. Good evening. Wie viel Better Chance Magic Item hast du jetzt? Auf dem Ring? 11. Okay. Hier, dann kriegst du einen von mir mit 13. Lass mal kurz mit Kane reden. Naja, kein Stress. Wollt nur nicht den verkaufen. Haben dir Vorfahrer geschmissen? Ja. Vorfahrer müsste das sein. Oh. Wenn man Alt drückt, bricht ihn ab. Nur mal so. hast du jetzt kannst auch kein Schild nehmen, naja. Oh, das ist ja direkt besser. Einfach ein direktes Update, ne? Ja, Upgrade. Ich muss mal kurz Licht anmachen, bei mir ist jetzt nämlich auch langsam echt duscht. Licht doch. Und vorhin ging es noch. Ah, hier, Antidote Potion ist das, okay. Achso, man sieht sogar, was eine Rune an sich bringt, aber was wie das Runenwort ist natürlich nicht. Plus Light Radius, Weapon Attack Rating, plus Light Radius, Defense, plus Light Radius. Ich dachte gerade eben, ich habe meine Videokamera aus, weil man mich nicht gesehen hat, aber es ist zu dunkel. Can be inserted in the socketed item, weapon mana after each kill. Ja, ja, Lumi und ihre Organisation, so. Ja, ich mach doch jetzt schon, mecker nicht hier rum. Willst du ein Amulett für extra Gold? Und 20% extra Gold? Vermuten wir sich gerade nicht da. Ich vermute mal, Lumi ist gerade nicht da. Das Problem mit dem hier ist halt, die werden übervoll werden, glaube ich. Mit wem kann ich eigentlich alles reden? Hier oben kann ich auch noch mit jemandem reden, oder? Mit dir da eigentlich, dachte ich. Oder auch nicht. Hier kann ich noch mit jemandem reden, oder? They say that the taste of vengeance is bittersweet. Atma, okay. I don't know why you people keep pestering me. Gossip, Radamant's Lair. Radamant the Fallen, is it? Okay, Questlog irgendwie. So, das erste Quest completed. Search the Horse of the Dead under the Dry Hills for the Cube. Search the Maggot Lair under the Far Oasis for the Shaft. Search the Claw Wiper Terror for the Headpiece. Moment, wir müssen einen Shaft machen? Ich dachte, wir machen nur einen Cube. Da bin ich jetzt irgendwie verwirrt. Private Stash. How do I know I can trust you? Hmm? You may be as shifty as that pack rat. Ah, hier Trade. Jetzt hier nochmal die Cam anmachen und dann passt hier wieder alles. Ich habe aber noch nichts gefunden, was mir Skill-Ups gibt. So als Assassin. Kommt noch. Das ist noch gar kein Item, was mir irgendwie ein Skill-Up gibt. Wollte aber eigentlich, die Katar sind schon ein paar Sachen dabei eigentlich. Haben mir noch nie einen Plus-Skill gegeben. Nicht einmal. Ah. Ich muss hier natürlich. Weil nicht, was darum gebalanced ist, ne? Sozusagen. You may not I have heard of your Questlog. Ich hab gerade Questlog aktualisiert. Feindteil Raschas Tomb habe ich uns gerade abgeholt. Wir müssen jetzt wahrscheinlich nach Nordosten raus, oder? Jupp. Bin auf meinem Way. Bin da. Mhm. Na, Frau Joanna, wie geht's Ihnen so? Auch öfter hier? Ja. Monsterschlachten. Das ist aber nicht so gut für das Überleben.
gerade Nacht, ne? Ist ganz schön dunkel. Illuminating Potion. Keine Ahnung, macht das einen Unterschied in dem Spiel? Ich glaube, es kann schon heller sein in der Wüste als gerade. Ring! Oh. Nehmen wir die ganzen Sachen mit. Brumm, 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 brumm. Eine Jahre später, die Frösche nerven. Was für Frösche? Hö, mein Typ ist tot. Tja, war wohl ganz schön scheiße. Lauf nochmal kurz zurück. Das ist das Schöne, ich habe einen großen AOE und ich muss nicht zielen. Die Frösche treffe ich ziemlich easy. Oh, lucky you. Die Frösche nerven mich mit jedem einzelnen Spielcharakter, den ich habe. Ich also, mit Fernkampf ist es ein bisschen besser, als wenn man die ganze Zeit hinterher rennen muss. Willst du ein Amulett haben mit 29% extra Gold von Monsters? Nee. Dann, das hatte ich nämlich gerade, das würde ich dann gerne noch ganz kurz verkaufen. Wenn wir noch nicht so weit gelaufen sind. So wichtig ist mir das nicht. It is an honor to serve you. Kannst doch nie genug Gold haben, oder? Hast doch nie genug Gold. Gib's doch zu. So, Frauen wollen immer noch mehr Gold haben. Ich kenne euch doch. Männer nicht, oder was? Nee. Männer wollen nur happy sein und Bubis haben. Was irgendwie zusammengehört. Aber Gold brauchen die Männer nicht. Brauchen Gold, um Bubis zu kriegen. Weil Frauen Gold wollen. Ansonsten bräuchten Männer kein Gold. Hm. Oh, da bist du. Oh. Hallo. Is unit throwing from crude saber. Healing potion. Gold. Wisst ihr, sagt doch, dass das ein großer AOE ist, hilft extrem. Ah, es wird heller. Hm. Guck mal, hast recht. Ja, ich meine, der Wüste wäre da tatsächlich ein Unterschied. In allen anderen Regionen glaube ich nicht. Ein Crossbow gibt es einen gesockelten, glaube ich, dort unten. Ein Light Crossbow. Nicht so wichtig. Gold. Aber ne, ja, man merkt eine Veränderung. Ja, wird halt ein bisschen heller und ein bisschen dunkler. Ein bisschen, jetzt nicht so krass, aber... Das ist halt 2000 gewesen. Wir spielen gerade ein 20 Jahre altes Spiel. Es gibt Leute, die sind auf Twitch, die sind jünger als das Spiel. Jede Menge sogar. Ring. Wir hätten es einfach unter der neuen Version reinstellen sollen, hätten wir gleich mehr Viewer. Meinst du? Aber wenn, werden sie ja fragen, warum spielt denn die alte? Außerdem sieht man es, dass man immer Gold einsammeln müssen. Nein, sieht man nicht. Ich hab einfach gesagt, ja, die neue sieht halt so scheiße aus. Du kannst es ja umstellen. Stell doch einfach die andere rein. Albern. Im Zweifel kriegst du vom Twitch sowieso nur ein Du. Das machst du aber bitte nicht nochmal. Wenn sich jemand beschwert, meinst du? Ja, ja, genau, wenn jemand sich reportet für falsch kategorisiert. Aber jetzt muss Twitch das mal verstehen, dass es die alte Version ist. Könnte sein, dass sie sogar sagen, es ist ein Troll-Report. Also, ich glaube nicht, dass es in dem Fall was Schlimmes wäre. Das Problem ist eher, dass du vorher drüber geredet hast. Mist. Würde ich denken. Kann ich es nicht mehr machen, ne? Moment, was ist denn hier für ein Event? Hier ist ein komischer Kopf im Sand. Ja, die hat... haben da nicht so viel sind zu heißen. Die noch eine Rolle? Aber die sind auch auf der Map markiert. Oh, hier gibt's sogar, hier ist noch eine Stony Tomb. Da müssen wir, glaube ich, sogar hin. Nur dahin? Guck mal deinen Questlog. Search the Horse of the Dead. Search the Maggot Lair. Search the Claw Wiper. Ja. Nee. Nee, verdammt. Aber wir könnten hier Loot mitnehmen. Wie du magst. Ich will Loot mitnehmen. Ah, ein bisschen was extra machen ist, glaube ich, auch nicht verkehrt, weil im Endeffekt, ich glaube, das Spiel rechnet damit, wenn du einfach nur alles machst, was du sollst, wird es ganz schön schwer gegen Ende. Na dann. Loot, Loot, Loot! Boah, ich hab die Viecher. Oh, die sind... Die haben das gleiche wie du. Die haben quasi immer einen Lightning-Enchant drauf, wa? Und die geht's runter bei mir. Sind ganz schön widerlich. Sehr gut.
Ich glaube, auch hier gab es dann im zweiten immer irgendwie Quests. Resist Cold Strong. Kein Mensch gerade. Resist Cold Strong ist irgendwie nicht so hier an der Stelle. Nee. Oh, ich bin also vergiftet. Hier ist super viel mit Poison eigentlich bei denen. Ja, ich sehe es gerade. Muss wieder aufhören, mein Zeug zu spammen. Oh, das ist ein Wand, den hab ich nicht. Da war auch steht auch Low Quality, nicht direkt Wand und dann Low Quality dahinter, das wäre viel sinnvoller. Die ist tatsächlich von hinten nach vorne bei den Sachen. Ja, ich nicht. Noch nicht zumindest. Ich hab meinen Typ schon wieder fast. Ich bin jetzt auch nicht so wahnsinnig schnell im Lesen, so generell. Zu üben. Das Spiel die beste Möglichkeit dazu. Oh Gott. Da wurde ich hart gechunkt. Lügt das nicht so? Siehst du, es war Cold doch gut für mich zumindest. Ja. Da hat es bei mir ziemlich hart reingelatzt. Ich muss wieder meinen Mana Potion aus dem Inventar raufpappen. Hey, Poison Resist, Replenish Life. Das sehe ich uns irgendwie. Das ist, glaube ich, besser für mich als diese komische Better Chance of Magic Items. Kannst du Sachen ja auch mitführen und dann halt eben anwenden, wenn's passt. Ich habe jetzt Poison Resistance. Also Poison Resistance ist in Akt 2 oder auch generell nie so verkehrt. Was war das Antidot? Muss ja nur ein bisschen looten. Mach ruhig weiter. Schaffst du das, Lumi. Ich vertraue auf dich. Danke fürs Level Up. Ich hab noch geholfen. Er ist verdient, den Loot. Nicht mein Loot töten. Ich kann überhaupt kein Loot töten. Doch, indem du auf die Gegner drauf haust. Das ist meine Tante heilen hier. Ich hau auf überhaupt niemanden aktiv drauf, ja. Also müssen wir ja mal Butter bei den Fischen lassen, ja. Ach, das war die goldene Truhe, wo du gerade am... Nein! Wow! Das war nicht eine locked goldene Truhe, an der ich gerade gelootet habe. Wow. Ich geh wieder hoch. Oh Mann, da sehe ich dich nicht mehr auf der Minimap. Ja, weil ich weg bin. Ist sie geportelt? Achso, nee, da ging's raus, ne? Ja. Ich bin wieder hochgegangen. Mehr als den Kram brauchen wir hier unten eigentlich echt nicht. Du Arschloch, echt. Habt ihr meine Sachen hingestellt und hab ich gelootet? Was ist denn das Problem? Die haben nicht mehr gekämpft. Ich hab da alleine auf die eingekloppt. Ja, Herausforderungen und so magst du doch. Du spielst doch Dark Souls dafür. Ja, für sowas spiele ich Dark Souls. Und heute wollte ich einen Relaxing-Stream machen. Ja, und? Ich sehe das Problem nicht. Willst du deinen Ring zurück, den du mir vorhin gegeben hast? Ich geb dir nur Sachen, die ich nicht brauche. Hunterbogen. Holt. Moment. Das warst du bei mir ewig weit weg von deinem Golden, hast du das aufgeschaut? Ich sag doch, es leckt. Ich versuche es bei mir genauso, ich stehe auch nicht in der Nähe und kann es trotzdem aufheben. Frag mich nicht warum. Manchmal krieg ich es 3 Minuten lang nicht aufgehoben. Ganz kurz. Also. Okay. Ah, Moment. Ich musste gerade was meinem Typi geben. Wie kann ich meine Skilltree nochmal aufrufen? Ah. Neben der draufklick. Nee, hier Skilltree T. Hab ich jetzt nur einen Punkt gekriegt? Das Level Up, 1 Skillpunkt. Ja, irritiert. Pro Level Up kriegst du 1 Skillpunkt. Ich hab vorhin immer 2 gekriegt. Hast du nicht? Doch. Das kam dir nur so vor, du kriegst standardmäßig ein. Ich hab alle verbraucht gehabt und hatte ein Level Up und hatte wieder 2. Ja, aber du hast doch einmal auch eine Scroll gekriegt. Mit einem gratis. Wahrscheinlich habe ich dann jetzt eher gerade das mit der Scroll benutzt. Von vorhin. Keine Ahnung, also eigentlich kriegt man pro Level Up nur einen. Weiß jetzt nicht, ob es bei der Assassinen eine Sonderregelung gibt eine Zeit lang, aber eigentlich nicht.
Dafür kriegt sie halt keine Items mit Up-Levels. Doch, gibt's. Nein, gibt's nicht. Ich habe keine gefunden, also gibt's sie nicht. Das ist aber ein kleines Speer. Also ich fühle mich schon ziemlich mächtig gerade. So insgesamt. Valiant's Knife. Oh, hier oben ist wieder ein Haus. Hey. Crack-Zestus? Was ist denn ein Zestus? Oh, das ist das, was ich habe. 6 bis 11. Jetzt hier jede Menge Kohle liegen auf dem Weg. Das ist wie so eine Rotkrummenspur dazu, wo du bist momentan. Ich finde es anstrengend, die alle aufzuheben. Also ja, ich lasse da ein bisschen was liegen. Ich muss mal meine Mana-Potions wieder auffüllen. So, ja. Take it. Ich habe noch 3 Keys, brauche ich eigentlich nicht mehr nehmen. Elrune! In der Kiste waren ja nur Arrows. Was eine Scheiße. Wir mehr Stuff in Kisten haben. Ewig nichts, ey. Bis jetzt ist es richtig hell, ne? Ja. Also finde ich schon besonders. Also wir dieses Saga Tag-Nacht-Wechsel 2000. Das geht auch so schleichend, dass ich ja vorher nicht mal mehr sicher war, ob es das tatsächlich gab. Doch, oder? Doch, das schaltet um, das hat bestimmte Stufen. So schleichend ist es nicht. Mir ist es nicht wirklich aufgefallen. Mir ist es aufgefallen. Und weil ich es gesagt habe. Genau. Wenn sie es nicht gesagt hätte, hättest du jetzt irgendwann gemerkt, oh, es ist hell. Mhm, genau. Stimmt. Hier wieder ein Wand. Ein Jew-Wand, das könnte wieder gut Geld geben. Langsam kriegst du ein Feeling. Warum eigentlich gerade die Jew-Wand die teuren Sachen? Ich hab keine Ahnung. Ist das nicht ein bisschen rassistisch? Das ist die Halls of Death, da wollten wir hin, oder? Jo. Hab ich nie nachgedacht. Dass die Judenstäbe rassistisch sein könnten. Das glaube ich nie übersetzt, weil ich zu dem Zeitpunkt noch in einem Alter war, wo ich keinen. Es ist auch ein Y-E-W und kein J-E-W. Ja, dann. Daher ist es nicht das Gleiche. Anderes. Ich habe das Rattennest aufgeschreckt. Vielleicht bist du rassistisch, weil du so Sachen rausliest. Die gar nicht da sind. Guck mal, ich habe kein Antidot mehr. Da ist ein Antidot. Nehmen wir doch mal mit. Das war die falsche Richtung. Mal ganz kurz bitte. Ja. Low Quality Druk. Wie, I can't use it. Ah, ja, wenn man nicht zählen kann, kann man sowas auch nicht verwenden, ja. Was ist denn nicht gezählt? Nicht genug Stärke gezählt gerade. So, das war 44. 46. Ich hätte jetzt noch eine Chainmail mit 44. Habe ich noch nicht. Bist du? Bin eventuell doch weitergelaufen. Da kriegst du jetzt auch nicht. In der Mitte hoch. Du läufst gerade zu mir. Kriegst du nicht. So. Ist jetzt extra. Wir haben extra Platz gemacht. Ja, ja. Okay. Na gut, warte, ich schmeiß. Rockham hast du genommen. Weiß auch nicht, ob du sie tragen kannst. Nope, Stärke 44. Also nix skillen in die Richtung. Ich hab jetzt immer Geschick genommen und nicht Stärke. Bin irgendwie bei 32 Stärke. Na gut. Also Moment, ich bin bei 37 Stärke, never mind, aber trotzdem. Na gut, ich hab jetzt Defense 78 oder sowas. In meiner aktuellen Rüstung. Wo sehe ich denn das Defense an sich?
Ja, von der Rüstung siehst du es ja. Achso, du meinst auf dem Body. Du kannst es aber auch komplett sehen, wenn du links in deinen Charakter gehst. Warte mal, wo ist das? Defense bei Dexterity. Unter Attack Rating. Habe ich 89 gesamt. Okay, ich bin bei 155. Kann nicht in Nahkampf gehen. Ich will auch nicht in Nahkampf. Und wir machen ja Fernkampfschaden genug. Wie viel ihr überall Gift machen, ey. Was eine Kacke. Mhm. Sag doch, Gift Resistance lohnt sich. Da ist überall Gift hinter. Bist du jetzt hin? Dem neben dir. Ah, die lassen auch Sachen auferstehen, ne? Die Hollow One. Mhm. Also die beschwören sogar. Die lassen nicht mehr gut wieder auferstehen. Lülülüt. Hier gibt's halt auch Traps mit Gift. Gibt's irgendwie alles mit Gift? Das ist möglich. Also ist so mein Gefühl, ist einfach alles Gift. Gift und nochmal Gift. Tainted Helm ist auch für irgendwas Spezielles, ich glaube für den Barbaren. Was? Tainted Helm? Fanged. Ja, der Fanged Helm ist für den Barbaren, das hab ich schon gesehen. Was hier in der Wolfe, der nichts wert ist. Muss jedenfalls auf der Area auch irgendeinen Waypoint geben. Chest! Und in die Falle rein. In die bin ich nicht rein. Das war deine Falle. Das war dein Mädel. Ach, okay, los, gib mal den Waypoint, ja? Ja, wenn wir hier runterkommen. Und wir müssen jetzt ein bisschen vorsichtig sein, da kommt relativ schnell, glaube ich, die Quest-Situation, je nachdem, welche Richtung wir abbiegen. Ich hab's nicht gefunden. Ich hab's nicht gekriegt, ich hab nur gehört und dann war ich zu langsam. Passiert. Was bist du? Monsterschrein. Monsterschrein macht Monster, glaube ich. Na dann. Den sollte man nicht aktivieren, solange noch genug andere Sachen in der Umgebung sind. Das ist eine goldene Barditsche. Oh. Richtig. Wieso hab ich die nicht gekriegt? Nämlich mein Typ. Die goldene Bartisch habe ich auch nicht gekriegt, die habe ich dreimal versucht aufzunehmen. Ich war schneller. Wir sind Giftfallen. Immer wieder auslösen. Schon wieder voll, ey. Ja, bin mir doch gerade einmal overburden, dann habe ich Dinge rausgeschmissen, die ich nicht brauchte. Ja, warte mal, das hier brauche ich auch nicht. Und den Rest brauche ich halt. Schlecht. Oh, wow. Der Wand ist ja komplett trash gewesen. Ja, den habe ich ja weggeschmissen gerade. Das wusste ich ja nicht. Wie sagst du, rausschmeißen, dass ich nicht brauche? Ih! Das ist ja ekelhaft, die kotzen einen ja mit Gift an. Soll ich kotze? Ja, die hat sich zumindest etwas ausgespuckt aus dem Mund und es war Gift. Hat mich vergiftet. Speicher, keine Kotze. Das ist auf jeden Fall ekelhaft. Langsam kann ich echt auch meinen Mana verwenden. Ja, hier ist ein bisschen was los. Ja, ich hab die ganze Zeit, hab ich's immer aufgehoben für goldene Viecher. Du hast die ganze Zeit mein Mana. Ich hab nicht so viel davon, das ist halt nach 10 von meinen Arrows ist das weg. Ja, bei mir nach 3 von meinen Sentries. Ja. Also. Manche sind nutzloser ohne Mana als andere. Wieso? Du kannst doch attacken ohne Mana. Ah ja, eben. Deswegen ist es ja nicht so schlimm, dass ich meinen Mana nicht benutzt habe. Ich könnte ja auch attacken ohne Mana. Mach ich halt nicht. Du fauler Stinker bist. Ja, ich finde es gut, dass das andere für mich machen. Ist doch noch ein Level runter. Ich verwechsel das, glaube ich, mit der Viper Area. Waren es nämlich nur 2, meine ich. Ich glaube, ich brauche mal. Übrigens, wenn du mal einen Bogen übrig hast, könnte meine Tante das vertragen, ne? Ich habe jetzt schon einige liegen lassen. Ja. Habe ich nicht so mitgekriegt, glaube ich. Oh, das ist ein goldenes.
Stimmt, sind aber schon tot. Meins. Sogar beide. Du unfaires Ding, du. Dann war das sogar hier. Roderick Cube. Ach, schön. Das kriegt jeder einen von uns. Ja, wie groß ist der? 2x2. Dann muss ich nämlich noch Platz schaffen hier. Einfach hier zurück, oder? I can't carry anymore. Ja, ich denke schon. Das hat keinen Wert, sonst machst du oder ich. Ich mach. Ich habe inzwischen 17 davon im Dingens gesammelt. Jupp, ich auch. Exakt genau 17. Zu der Nacht. You have quite a treasure in that Horadric cube. According to Horadric lore, the cube can restore a Horadric staff. Ich habe eine Large Charm mit 17 zu Mana. Moment. As you would a scroll. When the cube opens, place both pieces of the staff into it and use the cube's transmute power. You'll be pleased to know that the cube has other alchemical uses as well. 6 gems plus 1 sword transmute into a socketed longsword. Uh-huh. You may also transmute 2 quivers of crossbow bolts into 1 quiver of arrows. Du kannst crossbows und arrows hin und her transmuten, ne? Das wusste ich nicht. Erklärte dir das oder wie? To discover other formulae. Der hat halt nie notwendig bei 2 mir. Formulare erklärt, einmal 6 Gems und einen Schwert ergeben den Socketed Longsword. Mhm. Und halt 2 Quivers ergeben mir was die andere Art des Quivers. Einmal die andere Art des Quivers. Das sagt er deinem. Ich mach immer nur die Edelsteine zusammen. Tja, dann oh, 10.000! Ich habe einen 10.000er Verkauf. Juhu! Nice. Yay! Getting Magic Items. Also brauchst du ein Large Gem mit 15 Mana, aber 17 Mana. Large Gem mit 17 Mana? Moment, das ist ein Juwel oder drei, was? 3 Punkte. Was? Juwel oder was? Nee, fürs Inventar. Ach so. Nee, ich hab relativ viel Mana, denke ich. Also ich hab insgesamt 89 Mana, 17 Mana mehr, ja. Nee. Braucht halt schon viel Platz. Ja. Das ist eher the point. Alle Gems mal verkleinert. Oder verbessert, besser gesagt. Oh mein, da muss ich erstmal. Oh, die muss ich ins Inventar nehmen, damit du den benutzen kannst. Ich glaube, ich habe ihn immer im Inventar. Ja, aber du musst auch die Gems ins Inventar nehmen, um den zu benutzen. Nee, du kannst ihn direkt von der Stash reinmachen. Ah! Aber noch mehrere auf einmal machen? Mehrere. Nee. Okay, das geht nicht. Du musst das schon immer einzeln machen, damit das. Komm, die Frau, ist das Maggot Layer. Magst du das nicht? Maggot Layer ist der Hassort für Multiplayer. Warum? Weil das viele kleine Gänge sind, in denen man eigentlich nicht zu zweit nebeneinander laufen kann, sondern nur hintereinander. Und derjenige, der vorne ist, hat je nachdem, was für eine Tür aufgeht, halt echt die Arschkarte gezogen, ne? Ja, dann läufst du wohl vorne, würde ich sagen. Bin ein bisschen tankier als du, ist aber trotzdem scheiße. Würde sagen, musst du halt immer vorne laufen. Plus 1 Energy. Du hast auch keinen einzigen Waypunkt gefunden, oder? Das heißt, wir müssen die ganze Strecke jetzt erstmal latschen. Sieht ein bisschen danach aus. Ich hab weder die Try Heals noch die. Ist einfach nur durchgerannt. Noch die Halls of Dead, nothing. Ich hab grad 20.000 gekriegt. Piep, piep. Moment, was ist denn hier eigentlich Maximum? 2,6 Millionen? Nee. 26 Millionen. Moment, du bist bei 26 Millionen erst gambeln gegangen? Millionen. Ach, diese scheiß 5. Jetzt ernsthaft. Da muss ein Strich rein. Da muss was weg von dem Weiß. Aber trotzdem, 25 Millionen hast du voll gemacht und dann hast du das gegambelt? Das musst du ja 5 Mal durchspielen. Ich glaube, das war früher nicht ganz so viel. Die haben das dann nochmal erhöht mit den Patches.
So, L und Tierruhen habe ich bis jetzt. Also, ich kann mal kurz nachgucken, ob es irgendwas... Ich habe Eid und Neff. Wollte jetzt mal kurz nachgucken. Diablo 2 Runenwörter. Willst du das jetzt machen? Ich will zumindest mal nachgucken, oder nicht? Dann muss ich halt hier rumstehen und warten. Was? Blatt, Leaf, Tier, Ral, Runen. Ich kann ja nicht mal mitgucken, weil ich ja hier Bildschirmübertragung habe. Ich habe hier auch Bildschirmübertragung. Aber, Moment. Hä? Das ist ein Chaos. Hau ich hier ein Eigenschaft des Runenwurz, Dämonenvolltreffer. Oh Gott. Moment. Gehe zu Index. Zeige Runenwörter alle Typen. Waffen. Ich will mal zumindest mal kurz gucken, ob es für mich was gibt. Klauen Runenwörter. Mit 2 Runencatcher. Nee. Go. Es gibt eine. Was ist denn das? Surel am Tier und Surel. Uns gibt's nichts. Für meine Waffen. Wo bist du jetzt hingegangen? Ich bin einfach rausgegangen. Und töte noch ein bisschen was, bist du. Damit du wieder overlevelt bist. Mitzumachen. Will ich nicht mehr. Was heißt denn einfach rausgegangen? Links, einfach rechts, raus? Oben, unten? Naja, einen normalen Ortsausgang quasi. Ah, jetzt sehe ich dich erst wieder. Jetzt sehe ich dich erst wieder. Und einfach mal gelbe Chainboots gefunden. Wow. Das ist bestimmt Real Money Traded, ja. So machen das Streamer nämlich immer. Die kaufen sich die guten Sachen einfach so und haben die dann plötzlich off-stream, ja. Die sagen dann beim Stream, yo, und nächstes Mal brauche ich noch das und das. Und dann streamen sie 2 Tage später. Ich hab's übrigens gefunden. Hoppala. Ist das nicht, was bei DAC oder so manchmal dann auch Sachen einfach in Truhen gelegt werden und dann findet man die da plötzlich? DAC? Kennt DAC nicht. Daisy. Ach, Daisy. Nee, Daisy ist ja was anderes. Ich rede von PoE. Weil da ist es verboten, sich halt für echt Geld Items zu kaufen. Und das ist vor allem verpönt in der Spielerschaft. Deswegen machst du es offstream natürlich und nicht onstream. Verstehe. So, ich glaube, hier geht's weiter. Moment. I'm on my way to paradise. I'm there. Wer sind wir denn eigentlich 16? Ich bin 16. Ja, in 2 kriege ich dann mal wieder. Das ist ein Longbow. Ja. Nicht neu für dich? Nee. Aber 3 bis 10 müsste für meine neu sein. Ich habe einen Composite Bow gerade. Ein Longbow ist halt zwar besser, aber ich will jetzt erstmal wieder einen haben, wenn ich einen Magic Bow finde. Den Unterschied macht das gerade nicht zu dem, den ich habe. Ich habe einen Wegpunkt. Ich habe mit ihr Nice. Den Try Hills zumindest schon mal. Town Portal, Kite Shield. Wieder Mana trinken hier. Lumis, Taritara, die Lumis da? Warst du offline? Nee, eigentlich nicht. Du mir jetzt gerade gesagt, Taritara, die Lumis da. Weird. Hier geht's weiter. Nicht Word. Auf Word. Warum machst du eigentlich die ganzen Runen, Urnen nicht kaputt, meine ich. Nicht Runen, Urnen. Ach, das bisschen Gold. Und Loot, da kommen auch Items raus. Ja, manchmal. Wer die Chest nicht ehrt, ist das Unique nicht wert. War irgendwas Gold, das was mein Viech zerstört hat? Mein Viech, mein armer Mitspieler. Der ist schon wieder tot, oder was? Ja. Aber jetzt glaube ich nicht so. Hol ihn beim nächsten Mal. Das ist irgendwie ganz schön kacke, wenn er so häufig stirbt. Der ist halt mit den Chain Lightning-Dingern scheiße. Weil ich da einfach drauf holze, weil es mich nicht stört, aber den halt killt, ne? Ja. Ah, da haben wir schon die ersten Maggots. Maggots, Maggots, Maggots. Wie hier Maggots? Unten. Ah. Tiny Schleim.
Die erinnern mich hart an Diablo 3. Zweiter Akt. Das ist im Prinzip das gleiche Theme. Das ist auch durch Insektengedöns und Wüste. Das Wunder muss ich Diablo 3 an das hier erinnern. Ja, ich weiß, aber ich habe Diablo 3 halt erst gespielt oder eher gespielt. Mehr vor Echt? Allen Dingen. Ich habe Diablo 3 viel mehr gespielt als das. Ja, mehr schon, aber eher? Eher nicht, weil ich beim Bund ja gespielt habe, aber trotzdem deutlich mehr. Wahrscheinlich geht's hier runter. I need a key. Wo brauchst du einen Key? Ja, ich glaube, hier unten geht's weiter. Wo brauchst du einen Key? Ich hab Keys. Ja. Alles anklicken. Ich hab ein Level up. Ich hab ein Level up und Amulette und. Ah, du rennst wieder. Jetzt muss ich wieder hinterher rennen. Ich will doch hier Dinge töten. Waypoint. Ich hab den Waypoint. Also, ich denke, ich krieg ihn auch, wenn du ihn hast. Hol mal kurz meinen Typ hier wieder. Der ist ja direkt Damage hier am Waypoint. Per Level. Next Level. Da muss ich ja mitleveln. Mein Ziel Level 24 ist Wake of Inferno. Lightning Damage per Level, Lightning Damage per Level, Lightning Damage per Level. Spike Cube, 24 kommt bei mir auch wieder was. Wird immer das gleiche sein, denke ich mal. Erstmal bei 18. Bin mir nicht so richtig sicher, was ich skillen soll für meine Sachen. Ich gehe immer von Dex aus, aber. I don't know. Nochmal. Also vielleicht muss ich doch mal nachgucken, was für so ein Trap-Build. Kannst du mal deine Skills resetten? Ich hab's ja schon verkackt. Ja, vielleicht gucke ich aber trotzdem mal nach, welche Main-Stat zumindest sinnvoll ist zu skillen, weil das erklärt sich mir nicht. Für diese Traps. Na, bei den Main-Stats geht's halt auch darum, ob du halt eben, wenn du Magic oder sowas willst, dass du dann die Energy hochskillst und so. Hab ich auch schon mitgemacht. Unter anderem. In der Regel siehst du dann auch, wenn du jetzt zum Beispiel Magic Skills, wie viel Mana-Punkte du kriegst. Und wenn du mehr Mana-Punkte kriegst als zum Beispiel eine Zauberin, als ein Barbar oder sowas, dann brauchst du auch mehr Magic. Ah, war schon mehr gelootet. Ich habe genau gehört, dass es Bling gemacht hat. Nein, nein. Ja, hab's genau gehört. Nein, nein. Müssen wir eigentlich hier hin? Wir müssen eigentlich einen Eingang finden. Oh, ist ein Hedgetanz. Was? Hedgetanz. Das ist Hedgetanz? Achso, das ist meins. Oder? Ah, 1 bis 11, ist aber shit. Kannst du behalten. Das sein können, dass es was ist mit Skill. Nee. Ja, ich glaube nicht, dass sie Skills haben darauf. Ich hab die nie aufgesammelt dann, weil die bringen auch fast kein Geld. Also ich hab die nie irgendwas gesehen, dass irgendwas Skilliges drauf ist. Aber ist hier nur der Waypoint. Irgendwo links oben dann halt weiter, oder? Ja, dann wieder hoch halt, ne? Ach so, Moment. Die Minimap hatte ich gerade wo ganz anders angezeigt. Ganz anders. Hast du mich nicht wieder mit irgendwas verwechselt? Nee. Die Minimap hatte ich gerade links angezeigt, links unten. Achtung! Mir musst du nicht Achtung sagen, meinem Dude musst du Achtung sagen. Achtung, Dude! Warum habe ich hier so einen Scheiß dabei? Ich sollte keinen Town Pulse mehr aufsammeln. Mein Buch ist voll. Una! Oh. Und Diamond! Ihr ballert aber auch in der Entfernung, ey. Oh, oh. Aha. Moment mal, meine Tante ist fast tot. Hier, Tante, heilen Sie sich. Oh, ich muss nur da Arrows einsammeln. Arrows liegen ständig irgendwo rum. Ja, ich weiß. Ich denke da immer nicht so dran, dass ich die auch mal wieder brauche. Was heilt die jetzt alle? Links von dir bin ich. Ich bin dir hinterher gelaufen. Links runter.
Hab ich nicht mehr gesehen. Oh, sogar mein Dude war weg. Ich muss schon die Augen aufmachen. Chain Boots, Throwing Axe. Moment, aber die Throwing-Sachen waren doch eigentlich relativ viel wert. Wenn man die stackt.